Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass heute das Wetter so schön war, sodass wir nochmal filmen konnten. Und heute wollte ich euch einmal zeigen, was ich mit meinen Pferden im Wintertraining so mache. Ich versuche es möglichst abwechslungsreich zu gestalten, gehe auch viel ausreiten und habe natürlich auch einen Tag, wo ich viel Lektionen wie fliegende Galoppwechsel nochmal trainiere. Aber heute ist zum Beispiel so ein Tag, wo ich mehr Wert auf die Gymnastizierung lege. Da fange ich hier im Schritt an mit verschiedenen Seitengängen, die ich hier auf eine 8 gelegt habe, um für Lucky den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Das sind alles Übungen, die die Beweglichkeit von Lucky schulen sollen. Und die ersten 5 bis 10 Minuten gehe ich einfach Schritt am langen Zügel, meistens sogar ins Gelände mit der Akira. Und dann gehe ich über zu einer Schrittpirouette und einer Renverspirouette. Das heißt, dass die Hinterhand sich um die Vorhand bewegt und die Vorhand nur auf dem kleinen Teller tritt. Das reite ich natürlich auf beiden Händen gleichmäßig und versuche auch da zu variieren, mal zum Beispiel nur eine halbe Pirouette zu gehen oder auch mal 2 oder 2,5 zu gehen, damit es schön abwechslungsreich ist. Dann trabe ich Lucky an und gehe erstmal weg von der Bande auf den zweiten oder dritten Hufschlag, reite da schön gerade Linien in einem lockeren Tempo, dass er sich schön lösen kann und mir gut an die Hand rantritt. Das ist erstmal mein Hauptaugenmerk, dass die Nase vorkommt und er zum Gebiss hin möchte. In den freien Raum gehe ich, damit er nicht die Anlehnung an der Bande sucht, sondern sich wirklich selbst schön ausbalanciert. Und ich halte ihn wirklich auf den geraden Seiten auch richtig gerade, also nicht nach innen oder außen gestellt, sondern immer schön mit dem inneren Schenkel an den äußeren Zügel ran und ihn ganz gerade ziehen. Über das Abschnauben hier freue ich mich sehr nach dem ersten Traben. Das zeigt einfach, dass er losgelassen ist und schön mitarbeitet. Und wenn er jetzt so schön locker und losgelassen auf der geraden Linie trabt, schön im Takt ist, schön die Hand sucht, dann gehe ich auf eine gebogene Linie. Da habe ich hier wieder die 8 gewählt und reite die erst einmal schön mit normaler Innenstellung und Biegung. Und wenn wir die Linie gut gefunden haben, reite ich die 8 einmal im Schulter herein und dann im Konterschulter herein. Jetzt arbeite ich sein äußeres rechtes Hinterbein immer unter den Körper. Und das mache ich bewusst noch im Leichttraben, weil das ja noch in der Lösungsphase ist. Aber ich schaue schon eben, dass ich schön Last auf ein Hinterbein bekomme. Und dann kontrolliere ich mal, ob der Trab jetzt besser geworden ist. Und ich finde, der greift schon deutlich mehr aus. Und das reite ich mit Lucky auf beiden Seiten, wobei ich immer schaue, dass sein rechtes Hinterbein ein bisschen mehr aktiviert wird, weil er da von Natur aus ein bisschen weniger Last aufnehmen möchte. Und dann nehme ich als nächste Lektion das Travers und das Renvers auf der 8 dazu. Und gerade das Travers hilft mir, um ihn schön zu schließen und dass das äußere Hinterbein immer wieder unter den Schwerpunkt arbeitet. Da sieht man auch, dass das hier recht anstrengend noch für Lucky ist, also eine gute Übung. Und auch nochmal im Leichttraben, weil wir noch am Anfang sind, kann ich aber natürlich auch genauso gut im Aussitzen reiten.
Auch am Schweifschlagen sieht man, dass es wirklich anstrengend für ihn ist. Und danach lasse ich ihn aber direkt wieder ins Vorwärts und schaue auch da, ob der Trab besser geworden ist. Lob ihn und mache auf jeden Fall zwischendurch, gerade im Wintertraining, immer wieder lange Schrittpausen. Nach der Schrittpause verkürze ich dann wieder die Zügel und fange an. Und gerade in Schrittpausen kann sich der Reiter wirklich schön überlegen, was er als nächstes reiten möchte. Und das Pferd hat seine Belohnung und Entspannung. Ich reite hier als nächstes Schulter rein, was er auf der rechten Hand auch schön gleichmäßig zeigen kann. Es fällt ihm links etwas schwerer. Das reite ich sehr gerne im Trab, damit er einen schönen Takt findet und die Hinterhand mehr drunter schließen kann und sich vorne in den Schultern heben kann. Im Schulter herein im Trab galoppiere ich dann auch an und es war ein sehr schönes erstes Angaloppieren von ihm. Und auch im Galopp versuche ich möglichst schnell vom Hufschlag mich zu lösen und wirklich gerade Linien im freien Raum zu reiten. Das finde ich ganz wichtig, das reite ich eigentlich jeden Tag mit ihm, dass ich wirklich von der Bande weggehe und er frei und ausbalanciert galoppieren kann. Ich rahme ihn auch da mit meinen beiden Beinen schön ein und gebe ihm mit dem äußeren Zügel einen guten Rahmen vor. Und dann nehme ich relativ schnell den Außengalopp schon mal spielerisch dazu, über die kurze Seite. Wenn das Pferd den Außengalopp kennt, dann kann man den ruhig auch in etwas frischerem Tempo mal zum Aufwärmen reiten. Dabei stelle ich ihn in Konterstellung, also hier nach innen zur Bahnmitte und erhalte den Galoppsprung am inneren Schenkel, also jetzt am rechten. Wenn ich zu viel äußeren Schenkel benutze, dann denkt er an fliegenden Wechsel. Also versuche ich wirklich, wie im Handgalopp, auch mit dem inneren Schenkel den Galoppsprung zu erhalten. Dann reite ich eine große Volte, um ihn etwas aufzunehmen und mehr zu schließen im Galopp. Und die nächste Übung ist ein Übertreten im Galopp quasi nach außen. Das heißt, ich aktiviere richtig sein rechtes inneres Hinterbein, was unter den Schwerpunkt treten muss. Und das üben wir jetzt schon seit ein paar Wochen und es fällt ihm wirklich schwierig oder ist auch generell schwer für die Pferde, da Last aufzunehmen. Und bringt aber wahnsinnig viel für die Kraft im Galopp. Dann gehe ich hier in Schenkelweichen Richtung Bande. Das mache ich gleich nochmal. Da nehme ich meistens die Mittellinie, dass ich nicht die ganze Bahn habe. Und da reagiert er auch sehr schön auf meinen Sitz und meine Hilfengebung. Wenn ich jetzt das innere Hinterbein schön aktiviert und unter den Körper geholt habe, reite ich auch eine kleine Traversale über die halbe Bahn bis zur Bande und dann pariere ich durch zum Trab und zum Schritt und lobe ihn. Generell schaue ich, dass ich verschiedene Übungsabfolgen habe, die hintereinander kommen und dann kommt eine Schrittpause und dann reite ich dieselbe Übung spiegelverkehrt quasi auf der anderen Hand nochmal und es kommt wieder eine Pause. Das heißt, so sieht eigentlich immer mein Training aus. Das heißt, jetzt reite ich dieselbe Übungsabfolge auch auf der linken Hand und da zeige ich euch nur einige Ausschnitte daraus. Zum Beispiel zeigt er hier ein sehr schönes Schulter herein im Trab und daraus das Angaloppieren. Ich reite wieder Linien weg vom Hufschlag im Galopp und nehme den Außengalopp schon früh dazu. Und dann kommt das Übertreten im Galopp auf einer halben Volte und das Schenkelweichen und zum Abschluss dann noch die Traversale. Generell ist Luckys Linksgalopp ein bisschen mehr vorwärts, ein bisschen besser durchgesprungen, aber dafür kann er sich rechts schon deutlich mehr setzen. Das heißt, ich versuche hier auf der linken Hand ihn im Laufe der Stunde durch die Übungen immer mehr zu setzen. Nach dem Galopp ist sein Trab oft schwungvoller und ein bisschen energetischer. Und hier versuche ich jetzt Tempounterschiede im Trab zu reiten,
ihn mal mehr Richtung versammelten Trab zu bringen oder sogar halbe Tritte und dann wieder vor in ein Grundtempo zu lassen. Das üben wir jetzt auch seit einigen Wochen oder Monaten sogar schon. Und da geht er immer in ein leichtes Travers und verliert so ein bisschen den Takt, wenn es allzu anstrengend wird. Deshalb versuche ich immer wieder in ein leichtes Schulter vorzukommen. Und wir trainieren wirklich sehr viel, dass er in dem langsamen Trab, was natürlich sehr viel Kraft kostet, trotzdem den Rhythmus behält und trotzdem aktiv mit der Hinterhand dran bleibt. Die Traversale finde ich jetzt schön, gerade gegen Ende nimmt er sehr schön die Hinterhand auch nochmal mit. Und dann gehen wir nochmal zum versammelten Trab linke Hand über, ehe ich dann die Stunde am langen Zügel beende. Danach übe ich meist am Boden noch ein paar halbe Tritte, oft aus dem Trab oder Schritt oder wie hier aus dem Rückwärts und schaue immer, dass er danach schön geschlossen stehen bleibt. Und dann kommt eine seiner Lieblingsübungen, erstmal die Polka. Da schaue ich wirklich, dass er das hauptsächlich auf Stimme und auf den Impuls am Zügel macht. Und dann, wenn er den Takt gut hat, gehe ich auch in ein paar Tritte spanischen Schritt über. Etwas, was wir neu begonnen haben, ist das Kompliment als Kunststück. Das machen wir erst zum vierten oder fünften Mal. Und er bekommt langsam die Idee, wie er sich am besten hinstellt. Und da er so beweglich ist, fällt ihm das auch echt leicht und macht ihm Freude. Das war sein bester Versuch für heute. Danach lobe ich ihn ganz doll. Ich belohne ihn auch mit einer Möhre da unten. Und dann darf er sich natürlich auch noch wälzen. Das liebt er im Winter. Ich danke dir fürs Zuschauen. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was du am liebsten im Winter mit deinem Pferd erarbeitest. Und ich freue mich auf nächstes Mal.